Heute, es wird autoritär. Der Staat wird übergriffig und Russland ist kein Ponyhof. Was war der eigentliche Skandal an den Corona-Demos vom Wochenende? Sicher nicht, dass sie stattgefunden haben. Auch nicht, wer demonstriert hat oder wie viele. Der Skandal war, dass der Polizeisenator von Berlin 2 Tage lang gedacht hat, er könne Artikel 8 des Grundgesetzes, Demonstrationsfreiheit, à la Lukaschenko auslegen. Sogar 3 Tage. Denn noch am Samstagmorgen hat die Stadtregierung gehofft, dass wenigstens das Oberverwaltungsgericht ihr weißrussisches Demokratieverständnis teilt. Ein Bananendiktator hätte es nicht schöner dekretieren können. Die einen dürfen demonstrieren, die anderen nicht. Wer am Samstag frohlockt hat, seht her, die BRD ist doch noch ein Rechtsstaat, der sollte 2-mal nachdenken. Gerettet hat den Rechtsstaat nur eine Notbremse, das Verwaltungsgericht in doppelter Instanz. Noch ist es stärker als der rot-rot-grüne Berliner Senat. Aber vergessen wir nicht, diese Koalition, rot-rot-grün oder grün-rot-rot, gehört zu den heißesten Favoriten bei der Bundestagswahl 2021. Es ist die Koalition des neuen Menschen, der neuen Gesellschaft. Für Corona-Skeptiker wird da kein Platz mehr sein. Für viele andere auch nicht. Wird noch Platz sein für ein unabhängiges Verwaltungsgericht? Der Zeitgeist ist autoritär. Auf den Philippinen, in China, Russland, der Türkei und Brasilien. Und bei uns. Früher waren auch verrückte Meinungen zugelassen. Und heute? Der autoritäre Ordnungsstaat kommt. Da wird es Zeit, für die Außenseiter auf die Straße zu gehen. Für die Aluhüte, für die Reichsbürger. Für das Recht der Normalbürger, gemeinsam mit Außenseitern zu demonstrieren. Eine infame Kampagne der Staatsträger will das verhindern. Da heißt es, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Im Gegenteil, Leute, demonstriert. Demonstriert auch mit der Antifa für das Recht, Antifa zu sein. Auch wenn der schwarze Block im Moment nichts zu befürchten hat. Das kann sich rasch ändern. Die bei weitem überwiegende Mehrheit der Demonstranten sind weder Corona-Leugner noch Reichsbürger noch Rechtsextremisten. Es sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, denen das Hickhack zum Hals heraushängt. Das rinne die Kartoffeln, das raus aus den Kartoffeln. Familien gehen kaputt, Kindern wird Bildung verweigert, Professoren boykottieren ihre eigenen Vorlesungen. Jetzt will die Bundeskanzlerin bis Jahresende alle Wein- und Schützenfeste verbieten, Sportveranstaltungen und was nicht noch. Der Staat wird übergriffig. Er will uns befehlen, wie viele Gäste wir nach Hause einladen dürfen und wie viele nicht. Was ist mit Artikel 13 des Grundgesetzes, Unverletzlichkeit der Wohnung? Ein Freiheitsrecht wie Artikel 8. Die Politiker behaupten, das sei Solidarität. Doch diese Solidarität ist nicht mehr verhältnismäßig. Sie überfordert die Gemeinschaft, sie überfordert uns alle. Zigtausende Existenzen werden vernichtet wegen einer Krankheit, deren Sterberate nur bei hochbetagten Menschen statistisch ins Gewicht fällt. Wegen einer Krankheit, die ohnehin nicht mehr verschwinden wird. Was treibt die Politiker überhaupt? Die Volksgesundheit? Dann hätten sie uns längst die Zigaretten verboten. Und Bier und Wein und Whisky. Woher also der Eifer? Die Überlastung der Krankenhäuser ist es auch nicht. Letzte Woche belegten Covid-19-Patienten weniger als 1% aller Intensivbetten in Deutschland. Willy Brandt hat das Bild von den Menschen draußen im Lande geprägt. Kann es sein, dass man im Berliner Elfenbeinturm gar nicht so unglücklich ist, wenn die ein bisschen Angst bekommen? Nehmen Sie den Berliner Polizeisenator. Der benutzt das Virus ganz klar im Kampf gegen rechts. Wer Corona-Zweifel hegt, die Nazi-Keule diszipliniert immer. Der Begriff besorgte Bürger ist bei den Linken nur ein Synonym für rückständiges Unkraut. Und der nicht-linke Mainstream, der spielt mit. Beispiel Wolfgang Schäuble, Zitat, die Corona-Krise ist eine große Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Kommt drauf, wie bestellt dieses Virus. Dass der russische Korruptionsjäger Alexei Nawalny vergiftet wurde, hat niemanden überrascht. Auch nicht die Reflexe der deutschen Leitmedien. Will Putin Nawalny auch in Deutschland töten lassen?
So stellt man sich die große weite Welt und die bösen Männer, die sie regieren, in der Bildredaktion vor. Auch der Spiegel kennt keine Zweifel, wer hinter dem Attentat steckt. Es ist Putins System, das diese Tat geschehen ließ. Die Welt zitiert einen anonymen Ex-Mitarbeiter des BND. Ein Giftanschlag auf einen so einflussreichen Politiker wie Nawalny kann nicht ohne Zustimmung des russischen Präsidenten Wladimir Putin durchgeführt werden. Also wenn der Bundesnachrichtendienst das sagt. Auch das Establishment hat seine Verschwörungstheorien. Für die einen sind die Rothschilds, für die anderen ist Putin an allem schuld. Ob der Präsident in Moskau den Mordanschlag nun befohlen hat, ich weiß es nicht. Wenn ja, es wäre das dümmste Timing seiner Amtszeit. Wenige Tage nach Beginn des Machtkampfs in Belarus. Eigentlich ist Putin für dummes Timing nicht bekannt. Vielleicht war es jemand, dem Timing Schnurzwurst ist, der nur ein Ziel hat, Nawalny aus dem Weg zu schaffen. Schauen Sie sich dessen Korruptionsvideos an, wen der alles am Wickel hat. Feinde und Todfeinde hat er zuhauf. Vielleicht will auch jemand dem Kreml einen Gefallen tun. Ähnlich wie im Mordfall dem Zoff vor 5 Jahren. Oder jemand will einen Flächenbrand entfachen, von Minsk bis Wladiwostok, vielleicht gar Putin stürzen. Ein Agent Provokateur. Das wilde, weite Russland. So traurig das ist, liebe deutsche Leitmedien, es ist auch im 21. Jahrhundert noch kein Ponyhof. Wer das weiß, ist übrigens die Bundeskanzlerin. Das nur nebenbei. Ich wünsche Nawalny jedenfalls, dass er bald wieder in den Ring steigt. Er ist der Einzige weit und breit, der Putin das Wasser reichen kann. Aber Vorsicht, lieber Westen. Nawalny ist ein russischer Nationalist. Wenn der im Kreml säße, würde wirklich mit eisernen Besen gekehrt. Putin predigt nur den starken Staat. Nicht, dass wir uns nach ihm nochmal zurücksehen. Wie immer bis zum nächsten Montag. Bleiben Sie gesund, Ihr Thomas Fassbender.